Evangelische Kirche lutherischen Bekenntnisses in Brasilien. Eine Geschichte des Glaubens und der Hoffnung. Brasilien, 1824. Wir begannen unsere Mission auf brasilianischem Boden. Deutsche Einwanderer. Nova Friburgo, Rio de Janeiro, São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Heute sind wir 18 Synoden, 485 Parochien, 1795 Gemeinden, 1134 Predigtstellen, 3 theologische Ausbildungszentren, 54 Schulen, 38 Sozialzentren und Kindertagesstätten, 21 Krankenhäuser, 15 Seniorenheime. Mission, Glaube, Miteinander teilen, Evangelium, Gemeinschaft. Wir sind die Evangelische Kirche lutherischen Bekenntnisses in Brasilien, eine zur Mission, ihrer Passion berufene Kirche. Wir sind eine Kirche, die von der Liebe Gottes angesteckt wird, eine durch Jesu Christi offenbarte Liebe. Als beschenkte und dankbare Menschen bezeugen wir diese Liebe in Wort und Tat in der brasilianischen Realität. Eine Sphäre sein, in der die Menschen in der Gnade Gottes leben und Gemeinschaft und Solidarität erleben. Dieser ist der Raum, den eine evangelische Gemeinde lutherischen Bekenntnisses schenkt. Die Grundlage des Glaubens der Evangelischen Kirche lutherischen Bekenntnisses in Brasilien liegt in der im 16. Jahrhundert von Martin Luther angeführten Reformation und dessen Glaubensgrundlagen. Ausgehend von diesen Grundlagen definiert sie ihre Tätigkeiten auf den verschiedensten Gebieten, begleitet vornehmlich die Bedürftigsten und verbindet durch Gemeinschaft. Seit 1824, also schon beinahe 200 Jahre lang, haben die lutherischen Gemeinden die Mission, das Evangelium Jesu Christi zu verkünden, die persönliche, familiäre und gemeinschaftliche evangelische Lebensweise anzuregen, den Frieden, die Gerechtigkeit und die Liebe in der Gesellschaft zu fördern und am Zeugnis des Evangeliums im Land und in der Welt teilzunehmen. Die Gemeinden, die in Parochien und Synoden strukturiert sind, bilden zusammen mit den Arbeitsstellen und Einrichtungen, die konfessionell mit der IECLB verbunden sind, die Evangelische Kirche lutherischen Bekenntnisses in Brasilien. Eine Kirche, die das enorme Brasilien in allen Richtungen umarmt und von ihm umarmt wird. Unser Werdegang erlaubt es uns, hier festzuhalten, dass wir schon unsere Zeichen in der Geschichte gesetzt haben. Doch wollen wir noch mehr tun. Wir erleben die Gegenwart und glauben an die Zukunft. Deshalb setzen wir uns ein, um eine bessere Welt zu schaffen, mit einer gerechten und aufnehmenden Gesellschaft. Ein Leben in Würde und Nachhaltigkeit, Achtung der Schöpfung und Werten gegenüber, die auf das Wort Gottes gegründet sind. Wir sind eine der Fürsorge, dem Leben, der Erziehung und christlichen Ausbildung verpflichtete Kirche. Der Glaube an Gott gibt uns Kraft, den Frieden, die Liebe und das Verständnis in unserer Gesellschaft zu säen, wie es Christus lehrte. Genährt durch diese Kraft verkünden wir den Glauben mit der Bestimmtheit, der Gesinnung und Motivierung derer, die ständig in Reform sind, Erfahrung sammelnd und Besserung anstrebend. Wir sind derer Tausende, die Mission treiben und bemühen uns, Beziehungen der Partnerschaft und Zusammenarbeit mit anderen christlichen Kirchen, zivilen und staatlichen Einrichtungen zu pflegen. Wir gehen Wege, die oft mühselig sind, doch erreichen wir auch wichtige Ziele, immer durch Gottes Hand geleitet
um in ihrem Leben und im Leben unseres Landes zugegen zu sein. Wir unterstützen die Reflexion, suchen nach Antworten, wertschätzen die Freiheit und regen zur Vergebung an, in ländlicher und städtischer Umgebung und in den entferntesten Winkeln Brasiliens. Im Morgengrauen, am sonnigen Tag, im Regen, im Sturm, am Abend, in der Finsternis der Nacht und in der Hoffnung auf einen neuen Tag. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, immer zur Seite zu stehen, in der Gemeinde die Mission erfüllend, die Gott der evangelischen Kirche lutherischen Bekenntnisses in Brasilien anvertraute.